Hallo ihr lieben Abenteurer da draußen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's mit der Monsterjagd. Bossbestienzeit, zwei Stück, hier soll einer sein. Einer der beiden, die wir noch brauchen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ein leises Zischen steigerte sich zu einem jähen Kreischen. Die grässliche Gorgone Medusa war kampfbereit. Oh. Das war etwas laut. Aber nur ein bisschen. Medusa. Endlich mal was anderes. Ach, hast dich wieder versteinert, ja? Ja, die hatten wir schon länger nicht mehr. Ich glaube, die waren in einer der ersten Bossgewölbe noch im Ein des Kleos, glaube ich. Also für Hephaistos, nicht für Hephaistos. Für Athena. Oh shit. Erstmal schön versteinert. Ich glaube, ich baller mir mal zwei Tränke rein. Ja. Ja, da ist schon. Das ist schon angenehmer so. Ein ganz anderes. Eine ganz andere Vorgehensweise, die man hier braucht. Nicht mal den 0-15 Kram. Aber warum nicht öfter so? Das ist echt so einer der Kritikpunkte, aber den Spiel finde ich. Also die Gegnervielfalt ist hier nicht so. Also wie oft ich jetzt, wie gesagt, schon. Vor allem Zyklopen oder Minotaurus weggeknallt hat, das ist irgendwann nicht mehr schön. Aber oder? Hier ist es doch schon viel schöner. Ach, meine, die will mich doch natzen. Ja, die brauchen wir halt für die Hermes. Klippe sah Phoenix den verwunschenen Tempel der einst schönen Medusa. So Phoenix näherte sich einer legendären Bestie. Deiner Freundin? Die von Athena verhasste Medusa war endlich besiegt. Und ihre Geschichte von Steinen und Schlangen endete. Wer sich mit Athena anlegt, wird geköpft. Oder in eine Spinne verwandelt. Oder geht im Sturm unter. Ach, meine Tochter ist so kreativ. Ja, die Inselanruf für sich ist schon cool gemacht, aber. Ja, sag ich ja. Also. Macht doch mehr Gegner. Und verschiedene Gegner vor allem. Nicht mehr, sondern verschiedene. Nicht drei zu kloppen auf einmal oder irgendwie so. So, naja. So, 4 von 4. Im Anmarsch. Ein ganz schönes Klettertor hier. Gerade vergessen zu zeigen, wo ich mich hier aufhalte, falls es euch interessiert. Also hier in der Festung, Ajas Festung. Festung der Aja, wollte ich jetzt erst sagen. Das ist ja eigentlich das gleiche. In grün. Oh, guck mal, ich habe hier noch meine Markierung gehabt. Medusa war hier. Ein des Kleos, aber ich glaube, das hatte ich gerade erwähnt. Einfach das Gebiet selber, ne? Das war ja schon wieder ganz kirre. Wie letztes Mal im Livestream. Ich verabschiede mich und sage schönen Abend. Jemand schreibt schönen Abend. Und ich dachte, ich hätte schönen Abend nicht gesagt. Ja, so wirsch bin ich hier. So streuselig bin ich hier im Kopf. Öfter. Und sagt dann noch, Höflichkeitsknigge, ich muss lernen. Dabei ist das schon längst, ja, Intus. So, wir hören ihn brüllen, den alten Lump, irgendwo hier. Naja, man ist manchmal echt einfach zu selbstkritisch, ne? Ohne Grund. In dem Fall. Oh, das habe ich echt schon gemerkt, aber auch Stream irgendwie, da bin ich echt schnell irgendwie, lenke ich mich da mit meinem eigenen Gefasel ab und reiß mich immer raus aus der Konzentration, keine Ahnung, das ist irgendwie total ein Teufelskreis. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich am Ende noch etwas erwartet.
Das habe ich irgendwie Déjà-vu. Ich glaube, das hatte ich schon im letzten Part erwähnt. Ach, nicht der Typ. Oh nein. Oh doch. Phoenix entdeckte die abscheulichste Kreatur, die Typhon auf der Goldinsel entfesseln konnte. Kotos, den Hundertarmigen. Ich sehe nur 6. Hat aber im Ikea-Lager gebunkert. Wo will ich das sehen? Versuche einfach mal jetzt ohne Tränke zu nehmen. So wie lange wir brauchen. Challenge aktiviert. Achso, er hat noch erwischt. Alles gut. Da spratzen die Farben. Das richtige Feuerwerk hier. 140er Kombo, wir gucken, wie das ab 150 aussieht. Wenn ich so weit komme. Na komm, schnell ran. Ah, bleibt gleich. Nein! Ach ja, darf ich einfach einen darf ich kassieren. Von der Combo zurückgelegt, gesetzt wird. Ah, wie gesagt, egal. Ich mal gerne gewusst, wie das bei 200 aussieht, aber ich kann mir denken, das ist einfach Maximum auch irgendwo. Was soll sonst passieren? Raketen zum Himmel steigen oder. Gesehen. Oh shit. Heilung. Ja, dann haben wir auch. Das ist voll am Schreien, also mit 400 Meter Fall. Haben wir fast alles fertig, so mit den Kampf- oder Rätsel verbundenen Trophäen. Hallo, ich sehe nichts. Ich sehe nur rot. Oh nein, okay, bin ich. Oh, ich habe schon gedacht, ich wäre in die Wand reingeglitscht. Auf jeden Fall, glaube ich. Verbug ist, wenn solche Sachen, wenn ich solche Sachen nicht abschließen lasse oder so. Glitschen ist in Wände oder so rein. Ne, das ist immer noch ein Mysterium. Nein, Spaß. Galileo Mission. Illuminaten sind schuld. Oder Durchzug. Oh, das zieht sich aber. Hätte ich vielleicht bei Medusa mal nicht den Stärketank nehmen sollen. Andererseits, wozu hat man die Dinger? Ne? Variante B. Muss ja nicht gleich so übertreiben mit dem Schaden. Dann. Kannst du auch mal zügeln. Typhon hatte jawohl. Den Hundertarmigen zur Strafe aus dem Tartaros befreit, weil er im Titanenkrieg an deiner Seite gekämpft hatte. Oh, das habe ich ganz vergessen. Entschuldige, Kotos. Naja. Oh, so langsam wird es ein bisschen zum Fremdschämen-Faktor wieder eine gute Zeus, ne? ist dann noch so ein. Ah, jo. Und dann gehen wir in die Halle der Götter. Dann haben wir nämlich den Bums abgeschlossen. Zwei Aphrodites brauche ich noch. Zwei Ambrosia. Dann habe ich auch die Lebensleiste auf Maximum. Hm.
Ja, machen wir so. So. Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Das haben wir fertig. Und auch komplett abgeschlossen. Zwei Arenen brauchen wir noch. Eine in Mitternachtstruhe. Und die Sternbilder mache ich dann zwischendurch. Wie gesagt, dann nehme ich euch beim letzten Sternbild mit, weil wir dann auch die Daedalus Questline ja, dann Richtung Finale gehen, dass wir da gucken können, was da passiert. Ich sage, der nächste Schritt sind dann die Arenen, würde ich sagen. So, Arena Nummer 1, jawohl, hat geklappt. Also die habe ich jetzt auch echt komplett übersehen. Ich habe jetzt mehrmals die Map abgesucht nach Arenen und allgemein Gewölben, die ich nicht abgeschlossen habe. Muss ich am Ende doch wieder Google eine Map nehmen, wo die Markierungen drauf sind. Hierfür musste ich ein kleines Rätsel machen. Das habe ich jetzt aber rausgelassen, weil ich einfach nur eine Kiste von A nach B geschoben habe und dann mein Trugbild quasi auf diese Druckplatte mit, also für die leichte Gewichtseinheit Druckplatte, habe ich da mein Trugbild draufgepackt und schon offenbar das Tor. Ein Rätsel von 30 Sekunden. Die zweite Arena, die ist auch, ja, sind mehr so, werdet ihr gleich sehen. Ich werde euch hier gleich raus, wenn euch mal zeigen, wo die hier war. Ich weiß gar nicht, ob ich auch vorher schon mal an den Ort hier war. Oder der genaue Übergang vom Hephaistos zum Ares-Gebiet. Das ist genau am Rand. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Haben wir auch irgendwie ziemlich neu vor. Auf jeden Fall, das ist dann auch abgearbeitet. Vielleicht erstmal jetzt aber eins nach dem anderen. Auf jeden Fall klappt's. Ich habe ehrlich gedacht schon gedacht. Ehrlich gesagt schon gedacht, nicht gedacht, gedacht. Dass das verbuggt wäre. Dass ich die 10 Fragmente schon längst hätte und der hätte einfach mal abgezählt. Ich habe schon geschwitzt leicht. Das ist natürlich immer der Horror für den Trophäenjäger, ne? Wenn man halt verbuggte Trophäen hat oder verbuggte Spielefortschritte. Hatte ich zum Glück noch nicht so oft. Merkwürdigerweise auf 360 mehr, also da waren schon mal, ja, wirklich sogar nicht wenig verbackte Erfolge, da ich oder Trophäen Erfolge. Da hatte ich schon öfters mal Ärger mit. Keine Ahnung warum. Gibt's auf beiden Plattformen und auf Xbox hat es dann irgendwie rumgespackt. Na, komm runter. Oh, Curry verkackt. Macht ja nichts. Ah, komm, jetzt reicht's aber auch. So. Bonus. Ist das, warum wir eigentlich hier sind überhaupt? Sehr schön. Ein Verbleibender ist noch. Mehr lange.
dann springen wir jetzt auch gleich direkt rüber in die nächste Arena ohne viel Tamtam. Unerforscht, jawohl. Arena der Legenden. 3 von 3. Mal schauen. Vielleicht wieder ein Boss. Haben wir ja schon mal. Nee, das ist eine normale Arena, okay. Aber wieder Helden. Ist auf jeden Fall knackiger wie Herakles. Definitiv. Gegen diesen Portalbums hier. Geschweige Gegner liegen immer so, ne? Wenn die so halt, ja, gefühlt erstmal 5 Sekunden ausholen, bevor sie dann zuschlagen. Ist so leicht zu lesen, finde ich irgendwie. Zwischendurch noch mal den Rücken kratzen oder Fußnägel schneiden, wenn du dann ausweichst. Irgendwas. Haare flechten. Oder so. Fingernägel lackieren. Also der jetzt geht, ne? Logischerweise. Hoffe ich doch zumindest, dass das logisch ist. Wenn dann in Regenbogenfarben. Oder ganz knallpink. Das will, oh Mann. Oder Herakles. Oder Herakles eigentlich, ne? Nicht Herakles, das ist ja wie eine Suppe oder so. Magie, Herakles. Bohnen. Ja. Ja, ja. Der Blödsinn des Tages. Haben wir da auch gehabt. Mittendrin steht man dabei. Langweilig. Aber Schaden macht das schon gut. So ist es nicht. Ja, ja, mach ihn mal. Ballert schon gut rein. Guck an. So. 10 von 10. Bei den Nachtruhen habe ich mir überlegt,
sollte da gar nichts passieren, außer den Inhalt rausnehmen und Herausforderung abgeschlossen. Da werde ich es einfach auch rauslassen, ne? Das ist ja einfach dann irgendwie ja ein Gedöns einfach nur, dass ich dann einfach was bekomme. Weil ich möchte ja eigentlich so mehr so story-relevante Sachen zeigen. Oder Sachen mit richtig korrekten Loot. Wir bekommen ja hier eine Rüstung auch, eine spezielle. Wenn wir die Fragmente zusammen haben, Nachtruhen, dann wird sich zeigen. Dann vielleicht kriegen wir da eine Waffe und so, dann wie gesagt, dann ist das Teil. Und wenn nicht, dann nicht. So, dann schauen wir mal nach. Hm? Supi. Alter Schwede, super. Ja gut, das war jetzt so eine absolute Verarsche. Das stand in dem Guide. Okay, nicht ganz so nutzlos jetzt gewesen. Schon eigentlich im Guide, man bekommt noch mal eine spezielle Rüstung eigentlich. Also es ist eigentlich nur ein Skin. Oder? Schau mal. Ja, es ist eigentlich nur ein Skin. Per se. Naja. Super, so viel dazu mit den duften Inhalt. Aber so haben wir halt dann noch ein paar Arena-Kämpfe so gehabt. Nee, das. Hä? Das ist aber leicht verwirrend gerade. Voll merkwürdig. Naja, da laufen wir jetzt einfach so rum. Merkwürdig ist es allemal, also dann ist vielleicht nicht mehr so up to date oder so. Obwohl das auch keinen Sinn macht, dass sie das einfach dann ändern mit einem Patch oder sowas. Dass man die Arena, die Rüstung auf einen anderen Weg kriegt, macht überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls, naja, ist ja so oder so trotzdem auch Platin-Inhalt, die Hermes-Prüfung abzuschließen. Und jetzt haben wir auch Maximum Lebensleistung. Also ganz für den Arsch war es jetzt auch nicht. Ich meine, so oder so nicht. Aber jetzt, was ich meine, bezogen auf diese Nachtruhen. Alle, im Endeffekt haben wir das gleiche in grün. Und bekommen eigentlich auch das gleiche in grün, sehe ich da unten schon. Aber na gut. Macht ja nichts. Wie gesagt, steht ja nicht umsonst 100% Platin. Oder ich habe es einfach wirklich komplett vercheckt. Und das ist wirklich jetzt die neue Rüstung gewesen. Muss ich gleich noch meine Aufnahme gucken, ob ich wieder Dumpfdödel war oder ob es wirklich einfach, ja, so war, wie ich jetzt im ersten Moment gedacht habe. Naja, aber bei genauerer Betrachtung und nachdem ich jetzt 50 Mal da drumherum die Kamera halt einfach rotieren habe lassen, die Schulterdinger sehen auf jeden Fall ganz cool aus. Die Schulterstacheln mit den Feuer da dran, also ihr hat was auf jeden Fall. Irgendwo. Nicht schlecht, nicht schlecht. Naja, jetzt ist aber gut mit meinem Rüstungsgedöns hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf jeden Fall, denn der Part endet hier. Und wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich über Feedback freuen. Verbesserungsvorschläge etc. sind natürlich auch sehr gerne gesehen. Und ich wünsche euch nichtsdestotrotz auch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis dann.